Warum? Ich will kein Internetcafé aufmachen. Nicht? Wäre bestimmt mal interessant. Ednas Internetcafé. Das fällt gerade kein so kreativer 80er. Name ein. Du bist so 80er. Tja, das haben wir jetzt mehrfach gehört. Ein Fass. Können wir das Fass nehmen? Löffel. Hey, fass das ja nicht an. Das ist der einzige Löffel, den ich im ganzen Haus auftreiben konnte. Aber ich fass das Fass an. Lieber nicht. Ich mag meine Fingerkuppen da, wo sie sind. Ah, schade. Einen Löffel müssen wir auf jeden Fall mitnehmen. Ein Löffel, ja. Was auch immer für Dämonen darin schlafen, ich wecke sie besser nicht. So. Das. In diesem Bild schüttet Captain Unbrauchbar sein Altöl ins Meer. Er hat anscheinend nicht gemerkt, dass er dabei gezeichnet wird. Tja. Mit dem Löffel? Hey, fass das ja nicht an. Das ist der einzige Löffel, den ich im... Ja, ich wollte ja nur... Hey, ach Mensch. Ja gut, dann mit Barmann. Captain Unbrauchbar trinkt nicht, wenn er im Dienst ist. Auf der anderen Seite ist er selten wirklich... Was ein Langweiler. Um ehrlich zu sein, ist er arbeitslos und lebt von der Sozialhilfe. Ach was. Wenn Captain Unbrauchbar Kryptonit ist, leidet er tagelang unter starken Depressionen. Tja, kommt vor. Und... In diesem Bild gehen Captain Unbrauchbar die Ideen aus. Tja, Captain Unbrauchbar gehen oft die Ideen aus. Eine Cocktailkarte. In diesem Bild bestellt sich Captain Unbrauchbar einen Martini. Weder geschüttelt noch gerührt. Getempomorpht wahrscheinlich. Anschauen wollen wir uns die Karte hier mal. Das wäre nicht schlecht. Die Auswahl ist mehr als bescheiden. Bis auf Stinkdrink ist alles durchgestrichen. Okay, dann hätte ich gern einen Stinkdrink. Barmann, ein... Geduldet. Okay. Er hat doch... Sag mir... Wir müssen erstmal Peter loswerden, bevor wir einen Stinkdrink nehmen können. Was hältst du von dem Typen, Harvey? Scheint mir eine besonders trübe Tasche zu sein. Tja. Soll ich dich von deinem Leiden befreien? Welches Leiden meinst du? Naja, das Gesicht, die jammervolle Erscheinung, der fehlende Lebenszweck, das unstimmige Gesamtgefüge der überflüssigen Peter-Existenz. Bist du mega freundlich. Ich komm drauf zurück. Gut. Bekritzeln. Willst du es schriftlich? Will ich was schriftlich? Dein Leben ist vergurkt. Wie ein teurer Gebrauchtwagen. Nicht versichert und gegen die Wand gefahren. Danke. Schon gut. Ich denke, das kann ich auch so behalten. Das ist ja gut. Willst du die Zickzackschere? Zumindest bis ich einen Strick oder ein Harakiri-Schwert gefunden habe? Nein, nein, behalte. Auch nicht schlecht. Ich habe es nicht eilig. Diese Anti-Haltung ist genau der Grund, warum dein Leben so unnütz ist. Mensch, Peter. Können wir es lieber nicht schnippeln? Der Barmann guckt, als würde er jeden Augenblick mit brennenden Kettensägen werfen. Oh. Er ist ein Artist. Mit brennenden Kettensägen, das würde ich gern sehen. Was soll ich schreiben? Ja, Kaffee. Den bräuchten wir. Okay. Können wir noch anderes dazu schreiben? Na? Oh, die Karte ist weg. Oh, wir haben die Karte. Ein paar Muster werden ja wohl nicht schaden. Oh. Jetzt können wir es auf einmal. Geh zu Kugelschreiber, ja genau. Was soll ich schreiben? Wasser? Okay. Wir machen die Karte voll. Was soll ich schreiben? Biggidi Baggidi Boo. Okay. Und dann zurücklegen, nachdem wir sie vollgeschrieben haben. Was soll ich schreiben?
Komplettlösung. Okay. Jetzt schreibt sie eine komplette Lösung rein. Oh Mann, der Barmann hat die schlimmste Sauklaue seit Bruce Lee. Bruce Lee hatte die Tigerkralle, Edna. Ach so. Kein Wunder, dass er nicht leserlich schreiben konnte. Tja. Was soll ich schreiben? Schreib doch mal. Edna Surprise. Okay. Und das Letzte, was noch übrig geblieben ist. Was soll ich schreiben? Nichts schreiben. Gut, jetzt können wir sie wieder zurückstellen. Der Barmann hat die schlimmste Sauklaue. Ja. Bruce Lee, kein Wunder. Bruce Lee hat die Tigerkralle. Barmann, einen Drink bitte. Geduldet. Ja, ist gut. Auch bei Licht betrachtet steht da nur der Stinkdrink drauf. Ich dachte, du hast gerade was hingeschrieben. So bekritzeln können wir hier den Kickertisch. Aber was machst du denn da, Edna? Ups, ich fürchte, mir sind die Kickerregeln entfallen. Wir werden deine Erinnerung wiederherstellen, Edna. Versprochen. Die Kickerregeln. Wie schlimm. Aber was machst du denn da, Edna? Ja, ups, okay, hier sind die Kickerregeln entfallen. Wollen wir kickern, Harvey? Okay. Kickern, nicht kichern. Ach so. Ach so. Auch nicht kickern. Kickern. Hä? Das ist verwirrend. Können wir wirklich nicht. Aber was machst du denn? Ups, ach Mensch. Na dann, ist wohl Zeit für... In diesem Raum sind gleich sehr viele Sachen, die ich eigentlich kommentieren würde, aber ich glaube, das Gelungenste ist hier irgendwie der Dialog mit Peter. Ähnlich wie bei Blase habe ich da einfach beim Schreiben so eine Art Sadismus entwickelt, dass ich halt einfach Spaß dran hatte, halt irgendwie ihm halt noch einen mitzugeben, mit Ednas ganz unschuldigem Angebot, ihn halt aufzumuntern, und er ist schon depressiv und sitzt da und ihm geht's nicht gut und ist halt selbstmordgefährdet und alles mögliche, und sie sagt so, komm, ich heiter dich auf, und gleitet halt in jedem Dialogteil, in jedem von vielen Dialogoptionen halt immer wieder in irgendwas rein, wo sie im Endeffekt genau das Gegenteil tut, so. Was einen einfach überhaupt nichts ausmacht, weil er halt irgendwie depressive Leute kennt, die bleiben halt auch in der Stimmung liegen. Das ist eigentlich fast für Peter schon fast ein positives Erlebnis. Irgendwo ist es ein freundlicher Umgang mit ihm, glaube ich. Weiß ich nicht. Darüber muss ich nochmal nachdenken. Ich glaube, das sollte ich revidieren. Er zitiert mich damit nicht. Hm. Wir werden ihn zitieren. Lass das bitte. Ich mag die Dunkelheit, damit mir nicht so auffällt, dass ich nur noch schwarz sehe. Ich wollte es ein bisschen heller machen. Ein bisschen Licht in die Sache bringen. Oh, wo sind wir hier gelandet? Becher. Ich habe einen neuen versüfften Becher. Vorsicht, fragil. Huh, da steht schon was drauf. Vorsicht, Frank. Nee, Frank. Nicht fragil, Frank. Das würde auch keinen Sinn ergeben. Vorsicht, Frank. Ich denke, den können wir auch gebrauchen. In diesem Bild schickt Captain Unbrauchbar nützlich Boy Kaffee kochen. Tja, können wir uns hier eine Kaffeemaschine. Und jetzt Münzstätz. Ich brauche eine Münze. Ach, schade. Wir brauchen eine Münze. Wo kriegen wir denn hier eine Münze her? In diesem Bild pumpt sich Captain Unbrauchbar Kleingeld für den Waschsalon. Okay. Da passen nur Münzen rein. Tja, vielleicht passt Harvey rein. Hast du etwas Kleingeld für mich, Harvey? Leider nein. Ich bin vollkommen pleite. Verfluchte Raubkopierer. Das ist ja schade. Aber der vielleicht. Mal sehen, ob ich das Ding knacken kann. Fehlanzeige. Fürchte nein. Brauchen wir wohl einen neuen. Das macht zwar Spaß, aber einer zurzeit reicht.
Münze Telefon auflegen wurde schon beim vom Herrn oben links gespoilert. Münze Telefon auflegen. Ich verstehe nicht. Ich habe dem Herrn oben links nicht zugehört. Münze Telefon auflegen. Ach so, wir brauchen den Hörer von dem Yuppie Yupsen und müssen den dort auf die Gabel legen im Aufenthaltsraum und dann kriegen wir eine Münze. Verstehe. Gut, ja, der Pucki, der spoilert immer gerne. Können wir ihn nicht von abhalten. In diesem Bild versucht sich der Captain an die Nummer seines Schreiners zu erinnern. Tja. Oh, Edna war's hier. Sehr gut. Sitzecke. Reden. Unsichtbare? Bist du das? Wer sonst? Ui. Reden mit Münzschnitz. Vielleicht sagt er uns was. Echo! Echo! Oh! Dieser Münzschlitz funktioniert wie ein Wunschbrunnen. Man darf sich nur was wünschen, wenn man eine Münze reinwirft. Tja. Mit Schacht. Das ist ein Kaffeeschacht, kein Kohlenschacht. Sehr schade. Stuhl. Den können wir auch noch bekritzeln. Sehr hübsch. Mit Stuhl reden. Sitz. Mach Platz. Braver Stuhl. Ha. 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 Sehr lustig. Ich bin begeistert. So, hier wieder. Hier haben wir auch schon alles abgelöst. Gut, dann mal weiter. Hier gibt es noch zwei andere Türen. Versuchen wir mal die zuerst. Oh. Klo. Benutzen. Lichtschalter. Huch. Überraschung! Huch! Na, wer bist denn du? Petra. Petra feiert heute auf dem Klo. Jung. Happy Birthday. Na, ich kann mir vorstellen, für wen das ist. Aber wir haben noch was vergessen. Machst du bitte noch das Licht aus, bevor du gehst? Nein. Mach selber. Genau. Wir haben noch was vergessen. Wir müssen noch mal zurück. Aber ganz dringend. Hier noch mal zurück. Das will ich mir noch ansehen. Das muss ich mir noch ansehen. So, hier noch mal durch. Geht zur Tür. Pucki. Okay, hier ist wirklich ganz spezielles Insiderwissen, was niemand wissen kann. Und zwar, dieser Screen ist 1:1 die Kulisse von einem Kurzfilm, den ich gedreht habe, kurz bevor ich mit den Arbeiten an Edna bricht aus angefangen habe. Und zwar heißt der Film Escher's Casting, den wir peinlicherweise bis heute nicht fertiggestellt haben. Also nicht vollständig fertig, der Schnitt ist fertig und so weiter, aber leider ist der Film immer noch nicht so ganz fertig. Aber die gesamte Anordnung mit den Stühlen, Kaffeeautomaten, alles, die ganze Kulisse, die ganze Optik ist halt vollständig diesem Film entlehnt. Und tatsächlich habe ich mich auch bei dem Outfit der Anstaltsinsassen, insbesondere bei Peter oder auch König Adrian, an dem Kostümdesign von unserer Daniela, die halt mit mir zusammen den Film gemacht hat, orientiert. Die hat den Schauspieler, also in diesem Film geht es um Schauspieler, die halt in eine starke Identitätskrise geraten, diese grauen Jogginganzüge verpasst hat, dass die halt irgendwie, dass das Ganze halt eben auch, und so sagte sie es damals, auch ein bisschen kränklich entrückt, wie halt irgendwie, als wären die Patienten irgendwo und gar keine wirklichen Schauspieler. Ja, und ich habe auch im Dialog mit Petra kleine Hinweise auf die Personen, die so, das sind alles Insider-Gags, die natürlich niemand verstehen kann, der nicht über diesen Film Bescheid weiß. Aber ich dachte so, es passiert so viel, da bricht aus, dass niemand versteht. Da tut das auch nichts mehr zur Sache. Kann ich das einfach mal machen. Ich überkomme ein kleiner Schauder, immer wenn ich diesen Raum betrete, wenn ich Edna nochmal spiele, weil mir der Geruch in die Nase steigt von diesem Raum, in dem wir gedreht haben. Und zwar war das der Keller unterm Audimax auf dem Hamburger Universitätsgelände. Mhm.
Und der wurde von den Studenten als Partyraum gebraucht normalerweise. Und wer schon mal eine ganze Woche in einem Keller verbracht hat, ohne Fenster, dafür aber mit eingetrockneter Kotze, der weiß, wie wir uns da gefühlt haben. Und ich glaube, ein bisschen von dieser Stimmung transportiert auch dieser Raum. Gut, haben wir das auch abgehakt? So. Den Audiokommentar für den kleinen Raum, der hier wirklich, glaube ich, relativ wenig zur Sache spielt.